Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, liebe Computer, Inder und Pornhub-Abonnenten. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Bugger-Crew-Mittwoch. Das heißt, ich darf auch endlich wieder mitspielen. Nachdem ich dann gestern so den ein oder anderen Krieger in Warriors Orochi 4 verprügelt habe. Ja, das war auch tatsächlich richtig. Ich gehe einkaufen, kann ich Ihnen was mitbringen? Tomaten. Die sind nämlich jetzt leer. Bring direkt zwei Packungen mit. So. Das ist Lachs-Onigiri. Wir hatten Lachs heute Nachmittag. Lachsnudeln. Ja, die fände ich gut. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir gemeinsam Salat dinieren. Finde ich sehr gut. Nachdem wir meine Einkaufsliste abgeklärt haben, spielen wir heute, fälschlicherweise gestern angekündigt, nicht nochmal Warriors Orochi 4, aber trotzdem dafür sehr vielen Dank an KT, dass wir das spielen durften. Und das Geile ist, ich kann auch tatsächlich jetzt schon sagen, wir haben auch morgen wieder tatsächlich eine nette Key-Spende bekommen. Wir dürfen ein Spiel tatsächlich vor Release zeigen, da freue ich mich sehr drauf. Der Downy hat es schon im Programmplan verraten, ich freue mich. Ich esse ihn aber gleich. Mir doch egal. Bring Tomaten mit. So. Wir spielen das da. Tokyo Mirage Sessions Sharp FI Encore. Wir sind irgendwo stehen geblieben, wo ich gar nicht mehr so richtig weiß, wo wir stehen geblieben sind. Denn es ist ja tatsächlich schon wieder ein Weilchen her. Denn ich war schwer beschäftigt, ich war krank und alles Mögliche zwischendrin. So, Phil liegt momentan wahrscheinlich immer noch im Sterben. Der ist, keine Ahnung. Heute ist er in einer sehr grippalen Form der Philulose. Ich habe keine Ahnung. Mein Leiden ist jetzt, dass ich ganz allein im Büro bin. Und das ist fast schon schade, aber gleichzeitig auch traurig. So, damit guten Männergrippe. Ja, Männergrippe auf jeden Fall direkt ab Tag 1 tödlich. Dann sage ich doch erstmal guten Abend, Max. Schön, dass du da bist. Hide. Garnitsch. Viele Grüße, der Pfirsich. Hallo Momo, grüße dich ganz herzlich. Ja, und Tamara geht jetzt eher einkaufen. Tschüss. So, ja. Ich habe lustigerweise heute tatsächlich auf Twitter eine Frage gestellt, die ist, ich habe mir so die Tage mal überlegt, ja, nehmen wir mal an, man würde einen family-friendly Speedrun-Marathon machen, den man theoretisch überall machen könnte, weil oft ist ja das Problem, dass bei Veranstaltungen, die das ja dann immer so ein bisschen kritisch sehen, weil da kommen immer diese ganzen komischen Gamer-Kiddies an mit ihren 18-plus Shooter-Krempel-Geballer und wir wollen ja gerne den Eindruck vermitteln, dass Speedruns auch nicht unbedingt immer 18-plus sein müssen und brutal und keine Ahnung was noch alles. Und dann war halt mal tatsächlich so die Überlegung, was wäre denn halt, wenn man einen family-friendly Speedrun-Marathon macht, wo so die Spiele so bis hoch zu FSK 12 gehen. Das kannst du halt noch vertreten auf so einer Messe wie zum Beispiel der Gamescom oder der Mac oder was auch immer. Und dann habe ich tatsächlich hinterfragt, A, gibt es überhaupt so viele Spiele, die man da irgendwie unterbringen kann? Und B, wenn es so viele Spiele gibt, gibt es auch genug Runner dafür? Das ist die Frage. Ja, also ich meine, wenn ich mir so überlege, ja, die Struggler, die könnten bestimmt schon irgendwie so 24 Stunden vollkriegen mit Terranigma, Secret of Mana, Secret of Evermore und keine Ahnung, was es noch alles irgendwie da in die Richtung gibt. Und dann ist mir auch wiederum eingefallen, Shoutouts gehen übrigens raus an Alko. Dann hast du so Krempel wie die Final Fantasy Teile. Die habe ich ganz vergessen. Die sind ja auch alle irgendwie, glaube ich, rated 12 und so, ne? Naja. Du weißt doch, wie die Medien und diese ganzen Konzerne so sind, ne? Sobald die irgendwas in der Ego-Perspektive sehen, denken die, das ist wieder dieser iGreen Day, der Save Daddy Trump rannt. Ja? Also gibt's bestimmt. Ja, oder was fällt mir da noch ein? Irgendwie Mario Odyssey. Lasst mal noch überlegen.
Ja, Super Mario World, klar, da kannst du vielleicht Densen einladen oder so. Heinki mit Cluster Truck, weil Cluster Truck hat, glaube ich, sowieso kein Rating. Oder ein 3er Pegi, glaube ich, oder so. Ja, Mario Kart, ah, Max sagt es auch schon, Mario Kart zum Beispiel. Und dann habe ich halt eben gesagt, so, nehmen wir mal halt als Beispiel theoretisch die Gamescom. Die wäre ja 5 Tage lang, ne? Das heißt, du hast so 5 Tage, 8 Messestunden, so Pi mal Zipfelmütze, ne? Das heißt, erstmal ist Velar schon mal raus und ich mit Yakuza. Das heißt, wir dürfen das eh nicht zeigen. Rorona wäre wiederum drin. Jetzt glaube ich, die Frage ist dann, wie ist es denn mit Spielen, die außerhalb Japans gar kein Rating gekriegt haben? Zum Beispiel sein Konosuba-Spiel, was er da runnt, ne? Das sind alles so Fragen, die brennen mir so ein bisschen unter den Nägeln gerade, ja? Das würde mich schon interessieren. Weil vielleicht kann man so so ein bisschen auch die Familienfreundlichkeit von Speedruns zeigen. Weil es ist mir halt immer noch im Kopf, dass zur Dokumi dieser Familienvater mit den 2 Töchtern da geschrieben hatte als Feedback, dass er sich das halt auch mit seinen 2 Töchtern angucken konnte. Und das war halt echt cool, weil für ihn war es halt die Kindheit. Er konnte sagen, guck mal Mädels, das habe ich gespielt und so. Und guck mal, die machen das jetzt in schnell. Das hatte Babi nicht hingekriegt und so. Und andererseits sind dann die Töchter hocken dann mit dabei und gucken sich das an. Ach ja, Ocarina of Time, die ganze Zelda-Kiste ist ja dann auch noch mit drin. Randos, genau. Ah, und dann rufe ich selbst persönlich bei Le Grand Grand an. Moment. Guck mal hier, Peggy 12. So, jetzt rufe ich gleich im Anschluss, rufe ich Le Grand Grand an und sag mal, würdest du zufälligerweise für einen Speedrun-Marathon vorbeikommen, alles bis FSK 12 geht, kommst du vorbei. Also, ja, wäre interessant. Vielleicht frage ich ja einfach mal mit sowas an und guck mal, wer da drauf reagiert. Das wäre ja cool. Auch wenn ich gesagt habe, ich will mich gar nicht mehr nach diesem ganzen Blödscheiß irgendwie groß da, groß da einmischen oder was auch immer. Aber ich muss da sagen, dazu hängt mir dann doch so ein bisschen mehr das Herz an dem Entertainment-Ding. Ganz einfach. Ich kann ja einfach mal Lulua in die Hand nehmen und es in die Kamera halten, weil da steht 12 drauf. Also, geht auch. Oh, Tails habe ich ganz vergessen. So ziemlich alles, was für ein GDQ läuft, ist, glaube ich, unsicher. Ich meine, sowas wie Deus Ex oder so, ist das nicht auch 18er Titel? Yakuza auf jeden Fall, das kannst du knicken. Resi, glaube ich. Sind die Resi-Titel nicht 18er Titel? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber sowas in die Richtung. Also ich hätte da schon mega Bock, irgendwie was in die Richtung anzuzetteln. Vielleicht schreibe ich einfach mal eine E-Mail an die Gamescom oder so. Hier habt ihr vielleicht für eine viel zu kleine Community ein kleines Plätzchen, so. Gerne geht auch ein kleiner Container, der aussieht wie die Indie Arena Booth. Keine Ahnung. Das fände ich cool. Dann wäre ich nach 6 Jahren endlich mal wieder auf der Gamescom, ne? Aber gut, warum sollte eine so große Messe wie die Gamescom ja sagen zu sowas? Ja, das ist die andere Frage. So, nachdem wir sehr viel wieder... Ah, der Phil hat da Kabel festgeklebt, der Schelm. So, nachdem wir jetzt wieder sehr eifrig darüber gequatscht haben, würde ich sagen, gehen wir mal rüber ins Spiel. Hoffentlich klappt das heute. Das sieht gut aus. So, jetzt darf ich nämlich auch endlich mal mit diesem großartigen Pro-Controller spielen und bin jetzt schon unsicher, ob ich ihn benutzen kann. Aber nun. Resident Evil ist teilweise 16, teilweise 18. Wie sind denn die Remakes eingestuft? Da gibt es ja einige Helden, die ich kenne, die das runnen. So, genau, stimmt. Da könnten wir jetzt ja... Oh, die Knöpfe sind auch viel größer. Oh, ist das angenehm. Oh, stimmt.
Ich würde sagen, da wir ja heute nicht allzu viel Zeit haben, würde ich noch so ein bisschen in den Level-Dungeon gehen und mir noch so ein paar... Oh, Topic von Kiria. Wie geht das jetzt hier so? Hab ich noch bei irgendwem eine Side-Story laufen? Nö, ne? Nö, habe ich alle gemacht. Ich glaube, das ist das, was wir letztes Mal noch gemacht hatten. Irgendwie kaputt? Oh, doch irgendwie kaputt. Ah. Momo, ich gebe dir jetzt die einmalige Möglichkeit, ja? Die einmalige Möglichkeit. Die einmaligste Möglichkeit. Du selbst darfst jetzt schon mal Stuhl-TV vortippen, weil das gibt's jetzt. Was ist denn heute wieder los hier? War was? Ich habe nichts gesehen. Ja, auch nicht. Ja, Phil fehlt. Ich bin ja immer noch dafür, wir lassen Phil einfach irgendwie anstelle von mir immer die ganzen Sachen auffüllen und wir nennen das den Filler. Verstehst du? Aber, es ist gestaucht, aber ja. Momo hat mich schon darauf hingewiesen, glaube ich, und sogar richtig. Ha! Ich finde, Filler klingt gut. So, was habe ich verpasst zwischendrin? Weißt du, das ist so das Schlimme. Ja, du hast alles vorher durchgecheckt und... Oh. Klingt aber auf jeden Fall nach einem Plan. Ja, ich hoffe doch tatsächlich, dass das nach einem Plan klingt, aber... Weißt ja, wie es ist, ne? Zwischen... zwischen Sagen und Planen und Ausführungen sind es ja immer noch zwei Paar Schuhe. Fillerstaffeln. Wenn jemand in Urlaub ist. Aber ich finde einfach, ich setze Phil dahin und dann muss er den Kram spielen, ja, den von uns wahrscheinlich keiner gespielt hätte, sowas wie Final Fantasy 10-2, 13-2, 13-3, 13 würde ich sogar noch spielen. Ich fände das lustig. Und er hätte eine Existenzberechtigung, weil wir schöne Wortwitze mit dem Namen Phil machen können. So wie Mel. Können wir da schon wieder rein? Guck mal. Oh ja, es war kaputt. Ah. Okay, das tut nichts zur Sache. Okay. Das heißt, da kann ich noch nicht weitermachen. Genug Filmmaterial für die Lücken, genau, das ist richtig. Dann die Training Area, genau. Oh, ist das jetzt angenehm mit dem Pad. Ich empfehle es sehr. Ach ja, ich glaube, das hat Momo noch gar nicht gesehen, unsere neuen Klamotten. Ich muss mich jetzt mal dran gewöhnen, dass ich jetzt hier anders drücken muss, ne? Chris, was hast du mit Tsubasa gemacht? Ich muss mich jetzt dran gewöhnen, dass das jetzt hier anders liegt. So, okay.
Oh. Daher ist das also. Ja, gut zu wissen. Ist halt schon irgendwie hübsch, ne? Also, still prefer Tsubasa, aber... Ach ja. Bei ihr war das ja... Das tut dir bestimmt eh genug weh. Ja. Vielleicht hilft es dir, wenn ich die Outfit-Namen anzeige. Du bist da ja versierter als ich. Ja, Princess Glory heißt das. A replica of clothes worn by a princess exploring a giant forest and a vast sea. Was steht denn dann bei Tsubasa? A replica of the clothes worn by a mysterious girl who wanders through a quirky labyrinth. Okay. Die habe ich in diesem Sonderdungeon gekriegt. Mein Joker ist ja klar, aber... Ach. Hello, Misa. Oh. Oh. Also wie gesagt, also von Planung bis Ausführung, das sind halt immer noch zwei Paar Schuhe. Aber ich fände das richtig cool, wenn man das machen könnte und so. Aber ich glaube halt echt nicht dran, dass sowas wie die Gamescom da halt eben mal eben so Hallo sagt oder Ja sagt oder was auch immer. Sind wir mal ehrlich. Für sowas Kleines, Popliges wie die Speedrun-Community. Andererseits, die hatten schon E-Sport-Kram da und die haben die Indie-Arena-Booth, aber das ist trotzdem alles größer als die Speedrun-Community. Also behaupte ich jetzt. Hängen da ja auch erst seit einem Jahr drin. Aber hey. Das disappeared immer. Der Heck. So, ich habe eine neue Statusmeldung. Was viele ja nicht wissen, ist, ich konnte mal wieder meine Klappe nicht halten. Und Eli, beziehungsweise Dominik, ist ja stolzer Besitzer eines 3D-Druckers. Und leider hat sich anscheinend so ergeben, nachdem Dominik einige Dinge gedruckt hat, dass ich dummerweise gesagt habe so, oh hey, ja, dann kannst du ja direkt Tsubasas Speer auch drucken. Dann habe ich endlich Gründe, Tsubasa zu cosplayen. Ich hätte es Maul halten sollen. Jetzt Maul halten sollen. Es ist immer dasselbe. Items wollte ich. Oh, jetzt können wir eh nicht mehr so viele haben, ne? Ich hätte ruhig sein sollen. So mein Standardproblem. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass sich Dinge rächen, wenn man sie sagt. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich muss gucken, dass ich rauskomme. Hallo Deshi?
Ich wollte dir vorhin tatsächlich privat was schreiben. Jetzt kann ich das so offen gar nicht sagen. Aber ich habe gerade sehr interessante Fragen zum Thema Speedrunning gestellt. Easy, Chris. Ja, nee. Ja, eben nicht. Ja, genau, das sind die Alternativkostüme für die Charaktere. Mach einfach nach. Pass auf. Ich schreibe dir den wichtigsten Fakt. Ja? Moment. So. Ist entsprechend vielleicht auch für die Bohnen recht interessant. Man weiß ja nicht. Nächste Woche passiert mehr. Hallo. Hast du wenigstens mehr als das mitgenommen? Okay. Okay. Bis gleich oder so. Hast ja noch ein Stündchen. So. Jedenfalls, das ist der wichtige Fakt, ja. Vielleicht ist das ja auch für die Bohnen interessant, man weiß es ja nicht. So, einen Kampf nehme ich noch mit. Das Kostüm ist das Alien Odyssey 3 von der Prinzessinnenklasse. Mir sagt das absolut gar nichts. Null. Aber ich muss sagen, es ist schon, das ist cosplaybar, I guess. Guck mal, wie lieb sie ist. Sie hat mir extra Tomaten mitgebracht. Jetzt habe ich Angst, dass ich muss die wegstellen, sonst habe ich Angst, dass ich während dem Stream Tomaten snacke. Ah, Moment, ich sollte vielleicht noch was dazu schreiben. Aber prinzipiell, ja, war mein Gedanke. Ich lasse es mal nebenbei offen, schreib ruhig. So. Also, bleiben wir doch bei unserer Unterhaltung von gerade noch. Moment, Livestream-Feed, so. Bleiben wir doch also gerade noch bei unserer Unterhaltung. Die Frage ist also tatsächlich, wie interessant kann man es gestalten für die Leute, also wie kann man auch Leute anziehen, die zum Beispiel noch nie was mit dem Thema Speedrunning zu tun hatten, ne? Ein erneutes temporäres Hallo. Ein temporäres Hallo zurück. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Aber ich denke schon, dass wir da mit der Dokumi oder so, also das, was wir da gemacht hatten, das war schon irgendwie, glaube ich, der richtige Weg. Dass wir da halt eben diese Interviewgeschichte zwischendrin hatten und das mit den Einspielern. Ich finde, das hat es irgendwie greifbarer gemacht.
Hey, du. Ich meine, wir sind uns da alle einig. Also so eine Präsenz auf der Gamescom oder so, das hätte halt schon... Das hätte halt schon ein Ausmaß, glaube ich, auch für die Speedrun-Community. Vielleicht ist das ein Schritt näher zur Akzeptanz, dass man sich auch vom Thema E-Sport abgrenzt und so, ne? Auf der anderen Seite, ich hätte mega Schiss. Wie viel sind das hier? 375.000 Leute oder so, die da über die 5 Tage gegenüber die Messe schlendern? Ich hätte, glaube ich, mega Schiss, da zu sitzen und das zu moderieren oder so. Das wäre ja furchtbar. Das wäre cool, weißt du? Dann, ne? Ich meine, als würde es mir jetzt nach den Jahren noch was ausmachen vor vielen Leuten oder so. Wir holen einfach Gregor und Simon, die machen das. Aber die sind ja selber. Die sind ja selber occupied auf der Gamescom, I guess. So. Warum level ich eigentlich Thoma mit? Was für Probleme habe ich in meinem Leben? Ja, komm, dich nehme ich noch mit. Moment. So, entschuldigt. Ich hielt das wirklich für wichtig, ja? Dass ich Deshi darüber über die aktuellen Ereignisse informiere. Ja. So als Bindeglied zwischen den Amazing Beans, ja, und den nicht so wirklich bekannten Backers. Oder den fragwürdigen Backers. Schwierig. So, jetzt fall um. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass wenn es zu sowas kommen würde, da bräuchte ich dann wahrscheinlich wirklich Hilfe in die Richtung, also ich meine, ich bin ja jetzt nun mal auch kein Wallfahrtsverein, wir wissen ja, was im letzten Jahr passiert ist durch die 2 Events, das muss ja auch irgendwie, ne, das muss sich auch irgendwie rentieren, ne, ich meine, ich opfer da ja auch meine Wochen und keine Ahnung was. Und wäre wahrscheinlich dann nur logisch, wenn da vielleicht noch 1-2 Euro bei rumkommen. Und sei es vielleicht auch nur in Materialien wie, keine Ahnung, dem Sponsoring, I don't know, ich hab doch keine Ahnung. So. Ja, komm, wir gehen mal. Wir gehen mal weiter. So, jetzt aber ganz flink wieder auf dem Livestream-Feed, dass ich sehe, falls was passiert. Genau deshalb wäre es wahrscheinlich ratsam, mich mal mit Menschen zusammenzusetzen, die darin Erfahrung haben.
Weil die hab ich tatsächlich nicht. Ich bin der Macher und nicht der Bürokrat. Das ist das Problem. Ja, Mel verteufelt mich dafür ja auch schon. Wir könnten. Ja, komm, wir machen. Wir gehen mal nach Shibuya. Weil er hat halt schon voll Bock, ne? Ich weiß, es wird furchtbar, aber ich hab halt schon echt Bock. Oh. Achso. Dachte. Das sieht halt schon fälschlich aus, ne? So. Hey, ich habe ein Pfeilchen über meinem Kopf, bitte sprich mich an. Oh. Lonesome Ghoul. Ah ja, stimmt, das ist im letzten Kapitel passiert. Vielleicht gehen wir auch einfach weiter. Das ist so nach dem Motto, ich hab mich selbst gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken. Ja, komm. Ja, aber ist ja prinzipiell so, ich... Tokyo Mirage Sessions ist halt sehr auf diese japanische Idol-Kultur bezogen. Das Problem ist, dass sie die Zensur von damals aus der Urversion beibehalten haben. Und es tut dem Spiel immer noch nicht gut. Aber wie ich es damals in meiner ersten Wertung schon gesagt habe, die sie haben da wirklich so ein Slice-of-Life-Ding aus aus dem Idol-Geschäft gemacht und das sehr, sehr geil mit JRPG-Elementen verknüpft. Ich kann mir kein besseres Spiel in die Richtung vorstellen, das nicht in irgendeiner Form nur ein Rhythmusspiel ist. Also von daher, um dir die Frage zu beantworten, ja, sehr sogar. Auch wenn diese zwei, drei Sachen, die halt jetzt in der neuen Version übernommen wurden, halt einfach wieder so ein... Es ist ein Kotz. Es ist wirklich ein Kotz. Aber das macht es weniger schön. Es macht es nicht weniger schön, so rum. Ja, gib alles her. Da bist nicht nur du. In diesem Hype-Train, glaub's mir. Möglich? Ich meine, so ateliermäßig. Ich denke, wenn wir in so einer Zeit leben würden, wo es Alchemie oder in so einer Welt leben würden, wo so Alchemie und so, ne? Ich finde schon, die Atelierspiele sind durchaus so sehr Slice of Life-ig. Ja gut, du hast halt Dungeons und den ganzen Kram, aber es ist halt wirklich so. Ist ja immer der Ausschnitt aus dem Leben eines der Mädchen, ne? Also prinzipiell ja. Ach ja, das müsste jetzt das Chapter mit Mamori werden, ne? Aber jetzt mal angenommen, das würde funktionieren, ja? Ich meine, wie gehst du das an? Du gehst jetzt schlechter hin und sagst, ich krieg hier mal eben 10.000 ohne Ferrari und dann mach ich's. Ja, ich bin ja meistens schon glücklich, wenn ich plus minus null rauskomme, ne? Das glaube ich nicht ganz so leicht. Dann würde ich auf jeden Fall, wie gesagt, Le Grand Grand einladen, der dieses Spiel speedrunnt. Ja? Und wenn ich seinen Flug, seinen Fahrt oder was auch immer bezahlen muss. Sagst ihn jetzt schon wieder, du Schelm.
Ich finde, Barry ist immer noch sehr fragwürdig. Flüge sind eh nicht teuer. Er kommt drauf an, wer dich wirft, ne? Oder welche Kanone dich durchs Land schießt. Nee, ich bin da immer eigentlich so glücklich, wenn ich plus minus null raus hab, ne? Ich meine, es sind ja die Sachen, die langfristig sich irgendwie tragen. Die sind ja immer so wichtig. Wenn er jetzt irgendwie, wenn die jetzt direkt sagen, er kommt nächstes Jahr wieder und so und dann, keine Ahnung, daraus entsteht irgendwie Partnerschaften oder was auch immer, dann ist das meiner Meinung nach mehr wert als irgendwie so 2, 3, 4 Euro. Aber andererseits brauchst du das halt auch, um irgendwas machen zu können, ne? で、どうにかしてこの人気を歌の方に繋げたいんだけど。そういえば守り、たくさん歌の仕事できるようになりたいって言ってましたね。素直で何にでも一生懸命だし、今の仕事もたのしんではいるみたいだけど、本当はもっと歌の仕事をあげたいのよね。タレントとしての彼女も可愛いですが。 Ja, ich glaube, gerade bei solchen größeren Dingen wie vielleicht der Gamescom oder der Mac ist das irgendwie ein bisschen verlässlicher, aber. Ich wäre ja schon glücklich, wenn daraus irgendwelche Partnerschaften entstehen. Ich meine, es gibt jetzt ja auch die Möglichkeit, irgendwie zum Beispiel, da ja im Prinzip das Team, was dahinter steckt, sich mit der Bugger Crew recht groß überschneidet, halt auch die Möglichkeit, über die Gamescom zu gehen und zu sagen, so, hey, wir sind die übrigens. Ja, wenn ihr Bock habt, wir zeigen eure Spiele. Vielleicht lasse ich auch einfach Momo ganz viele Speedrunner-Interviews führen. Die senden wir dann auf dem Kanal hier. Kappa. Außerdem treffe ich vielleicht mal die Bohnen. So, weißt du, so auf eine Cola. Oder auf ein Glas Pfirsicheistee. Denn nur Kenner wissen, dass Pfirsicheistee der beste Eistee ist. Ist mir direkt mit der kompletten Zitronen-Eistee-Community angelegt. Oder die Kaffeemaschine. So auf so ein Schokocino oder so. Aber ich muss es offen sagen, ich brauche einfach, glaube ich, echt mal wieder was Greifbares, was mich irgendwie nach vorne treibt. Es ist so furchtbar. Alleine nachdem der Bash halt irgendwie nicht ganz so funktioniert hat, wie er funktionieren sollte. Ja. Ich vermisse diesen ganzen Bums. Wirklich. Was hab, auf das ich hinarbeiten kann? Ja, im Rocket Beans Getränk ist sicherlich Pfirsich-Eistee drin. Könnten wir ganz kurz über Tsubasas Schuhe reden? Ich mag sie sehr. Raketenbräu. Ja nun. Sehe, die Investitionen gehen in viele verschiedene Richtungen. Vielleicht stelle ich mich hier einfach... Vielleicht stelle ich mich vor Wolf oder so und sage dann einfach, investieren Sie doch in uns. Wir machen Ihre Speedruns. Oh, Sekunde, da muss ich mal kurz Auto aufmachen. Ach, die Bohnen kannst du auch so easy treffen. Führung im Haus. Ja, das ist ja die Sache, ne? Ich hab das ja schon mal so ähnlich versucht. Ja, aber das ging dann irgendwie... Ne, ich habe erzählt, dass ich irgendwie vor einiger Zeit ja Sia deswegen angeschrieben hatte und so. Und das war halt so ein... Ja, wenn sich's mal ergibt. Das ist halt... Das kam bei mir halt an wie, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an und so.
Und dann habe ich halt auch eigentlich gedacht, so, ich gehe meine zwei Schritte wieder zurück, weil wer bin ich schon? Was habe ich denn schon erreicht, ne? Und das ist halt nicht die größte Motivation, dran zu bleiben, ehrlich gesagt. Ich meine, ich kenne viele von den Nasen, wirklich seitdem sie damals bei Giga Games angefangen haben. Wolf als Praktikant, also Wolf als Sprecher des News, des Games Flash. Ja, also das sind die Menschen, wegen denen ich überhaupt hier sitze. Ja, das ist vielen ist gar nicht klar, dass einige, die hier sitzen, im Prinzip auch nur deshalb da sitzen, weil es damals Giga gab. Ja. Ja, ich mach's ja weg. Ja, Wolf war jetzt einfach nur ein Beispiel. Es wird bestimmt wieder welche geben. Gibt ja noch sehr viele mehr tolle Sachen mit Mamori. Man muss sagen, wie es ist, ja. Also ich meine, für mich war damals Michael Neudert schon echt ein Vorbild. Und meinen schlechten Humor habe ich von Etienne, das merkt man aber auch. Ja, hat es. Sehr bunt, sehr... Ach ja, und dazu kommt halt auch noch, dass ich zum Beispiel von dem Schlag bin, dass ich von der Fire Emblem-Reihe null bis gar keine Ahnung habe. Und das ist ja auch eine Kreuzung aus Shin Megami Tensei und Fire Emblem. Das Beste aus beiden Welten. Ja, klar. Ja? Du hättest mal sehen müssen, wie mein Deutschlehrer mich damals angeguckt hat, als ich Worte wie nichtsdestotrotz in einem Aufsatz verwendete, die ich von Michael gelernt habe, ja. Da hat mich angeguckt, als hätte ich auf einmal ein Vokabular vom anderen Stern. Das war echt schön. Das war echt schön. Ja, und die ganzen Wortwitze, das ist auch so ein... Das ist auch einfach so ein Etienne Gardet-Ding. Wirklich. Es war halt echt eine schöne Zeit. Das war so immer das Ding, warum ich zum Fernsehen wollte. Nicht wegen so. Ja gut, auch wegen so Gameshow-Kram. Ja, weil es stand in meinen Freundschaftsbüchern damals, die man so in der Grundschulade stand halt immer drin, wenn man was werden wollte, ist entweder Gameshow-Moderator und irgendwann stand halt drin zu Giga. Oh, Deadly Premonition. Unser Lieblingsspiel, wenn wir bei Hickey sind. Gott, da waren wir auch schon eine Weile nicht mehr jetzt. Nein, absolut nicht. Da ich war tatsächlich noch nie so weit im Norden oben, dass ich die Chance gehabt hätte, vorbeizuschneiden. Ich kenne alles eigentlich nur so von Bildern und Erzählungen. Tatsächlich. Und halt ganz am Anfang, als sie dieses Rundgang-Video gemacht haben, dieses Aufbauding, wie halt alles noch roh war und so. Und da habe ich mir damals ja halt echt gewünscht, dass sie da was richtig Cooles draus machen. Was übrigens für mich damals halt auch nochmal so ein Ansporn war, zu sagen, ich will, dass jetzt unser Moonflow-Kram funktioniert. Aber im Endeffekt fehlte halt einfach die Basis. Ja. Und das Schlimme ist halt, dass aktuell fehlt mir halt auch einfach die Zeit, groß halt entsprechend die Bohnenformate zu gucken, weil ich bin ja den ganzen Tag hier nur am Arbeiten und keine Ahnung, wann komme ich denn mal dazu? Ich komme irgendwann dazu, auf YouTube irgendwelche VODs nachzugucken von Chatduell oder was auch immer, was ich übrigens ein sehr cooles Format finde. Immer noch.
Was will der denn schon wieder? Also ich bin dann halt auch, ich habe das irgendwann aus den Augen verloren und nur aufgrund von Vela, dass er bei Speedrun-Dale war, habe ich irgendwie nach einer sehr langen Zeit mal wieder reingeguckt, was sich da so verändert hat, ne? Und jo. Das war auch da, wo man mir zu verstehen gegeben hat, geh doch halt auch mal mit deinem Kack, den du da machst, Speedrun-Dale. Ein Wasserkoch aufbereitetes Instant-Ramen. Ich wünsche dem benevolenten Herr, ja, sehr viel genüsslichen Appetit dabei. Ich fand das halt auch einfach so cool, weil das, was die Rocket Beans gemacht haben, ganz am Anfang, das hat mich sehr, sehr stark daran erinnert, wie wir halt mit diesem ganzen Moonflow-Ding angefangen hatten. Nur, dass halt im Prinzip da war halt einfach mehr Manpower hinter und so. Ja? Chiki, doko ni iru? Dete kite kure. Chiki ni nani o suru ki da? Und dann natürlich entsprechend ein bisschen mehr Finanz. Deshi, habe ich dich je gefragt, woher du kommst eigentlich? Also wohntechnisch. Oh je, jetzt... Ich meine, ich hab zwar mit dem Team zusammen echt viel coole Ideen und viel Blödsinn gemacht und über den digitalen Äther rausgehauen, aber du bist halt, also wir sind halt immer noch nichts gegen diese Millionen YouTuber und keine Ahnung was, ne? Deshalb finde ich es auch immer relativ schwer, was halt aber auch einfach auch aus der Schule so bedingt ist, weil andere immer mit ihrem Kram proletet haben und ich saß dann halt immer da und habe mich meiner Tage gefreut, damit ich, weil ich halt so kleine Dinge erreicht habe, weißt du? Und ich glaube, mir würde das schwer fallen, dass wenn ich zusammen irgendwie, glaube ich, mit den Bohnen in einem Raum hocken würde, da überhaupt ein Wort rauszukriegen, zu sagen so, ja, ich habe halt da mal sowas gemacht mit WebTV und so. Ja, weil ich einfach nicht erahnen kann, ist da jetzt der Blick nach unten, so nach dem Motto, ja, schön, das macht ja jetzt irgendwie jeder oder was auch immer. Also es ist schon schwierig. Ich wohne in Braunschweig, also Südosten, also Braunschweig, da war ich schon mal tatsächlich. Ja? Ich meine, ich kann, das sage ich immer gerne in meinen Streams, ich kann viel, aber doch auch nichts. Ich kann von allem ein bisschen etwas, aber nichts davon richtig, richtig gut. Ja? Oh je. Sekunde, jetzt muss ich da ganz kurz nochmal reingucken, bevor ich mich hier wieder verrenne. Ach so, okay. Das sage ich ja, ne? Ich meine, vor allen Dingen, ich hätte dann noch mitunter das Problem, dass ich vehement dran denken müsste. Das sind verdammt nochmal die Leute, die habe ich als Knirps oder als Kind bewundert im Fernsehen. Jetzt stehe ich im selben Raum. Ich weiß, ich spiele das jetzt total hoch, aber mein Kopf ist dann echt sehr, sehr schwierig in so einer Situation. Auch vorhin bei diesem Telefonat, über das ich nicht wirklich eigentlich reden sollte. Das war auch so, ich hatte halt echt pures Adrenalin. Pures Adrenalin. So, oh, jetzt sag bloß nichts Falsches. Du willst das unbedingt. Ist er überhaupt gegen irgendwas allergisch? Ja.
Gegen WLAN nicht. Hier, friss. Aber ich komme sehr, sehr gerne auf dieses Angebot zurück. Der ist momentan einfach nur standhaft. Ich will es aktuell noch nicht spoilern für die Leute, die es halt wirklich zum ersten Mal sehen. Genau. So. Aber wir werden ihn recht bald wiedersehen. Aber ansonsten muss man halt tatsächlich sagen, viele würden das vielleicht als eine Art Rampensau bezeichnen, aber ich bin mir halt auch nicht zu schade für ein bisschen Entertainment, ne? Ich mache echt jeden Scheiß mit, der mir echt Spaß macht. Das hat man wirklich in diesen Moonfloor-Jahren gemerkt und das auch bei der Dokumi, das war einfach so, Dokumi, alles klar, Cosplay, ich passe mich an. Bam, ich habe das durchgezogen, wollte ich. Ich bin halt nur absolut außer Übung, was Moderation und alles angeht. Und hier kann ich ja casual einfach doof rumlabern. Und ich habe das halt echt mal gelernt, ne? Das ist furchtbar. Aber wie gesagt, ich komme sehr gerne drauf zurück. Dann würde es sich mal tatsächlich lohnen, in die Richtung mal zu fahren. Und was heißt Urlaub? Ich kann mir Urlaub nehmen, wann ich will. Bin ja nur momentan selbst mein Chef. Ich wäre so froh, wenn wir drüben tatsächlich den kleinen Raum schon umgebaut hätten oder so und wir das kleine Studio hätten. Ich habe gehört, das ist mittlerweile ein ganz alter Joke. Was will die Uhr? Soundschauer streamt jetzt Sekiro. Ja, wovon stand Kacken, ist halt tatsächlich ein alter Hut seit letztes Jahr oder vor 2 Jahren. Ach, beim richtigen Stand geht das immer. Ich hätte da eine Idee. Würde ich so aber nicht laut sagen. Oh ja, ja klar, wegen Warcraft 3, ne? Könnte man sich anschließen, ja. Und das Lustige, mal ganz... Entschuldigung. Hey, Ellie. Ja, aber wie gesagt, auf das Angebot lasse ich mich sehr gerne ein und wenn es halt einfach nur mal so ein Kennenlernen ist. Ich meine, ich gehe wahrscheinlich die Tür raus und aus dem Blick, aus dem Sinn, aber es wäre halt eine Ehre, ne? So, sage... Ah. Moment. Oh, jetzt kommt dieser relativ große, lange Dungeon, ne? Ja.
Beim Kohaku dieses Jahr hat Yoshiki zusammen mit Kiss Rock'n'Roll All Night gespielt. Das war echt fetzig. Wo wir gerade nicht drüber reden. Das Lustige ist halt an dieser, ne, wo, ne, dieses Entertainment-Ding und das Niveau. Daran merkst du wirklich, dass wir das teilweise wirklich aus dieser Giga-Zeit übernommen haben, weil ich musste gerade wieder an diese Präsentation von Get on the Mic von EA denken, dieses Rapper-Oke-Spiel für Leute, die nicht sprechen können, die nicht singen können, sondern die nur sprechen können. Und da muss ich immer noch dran denken, wie sie halt vom Container diesen großen Müllcontainer einfach ins Studio geschoben haben und Simon dann mit Budi zusammen im Prinzip dieses Spiel präsentieren mussten. Wie es so bei so einigen Spielen machen muss. Das hat uns ja der Maxi Stettenbauer damals halt auch auf dem Sofa erzählt, dass das teilweise so furchtbar war. Wenn sie irgendwelche Spiele hingeworfen gekriegt haben, wie sie sagen, ja, jetzt müsst ihr das machen, hier Barbies Reiterhof und keine Ahnung was. Und, weißt du, da ist man sich halt nicht zu schade für irgendeine bescheuerte Anmoderation, für irgendeinen kleinen Gag und sei es nur also am Anfang in die Begrüßung oder was auch immer. Ich lebe das und ich liebe das, aber die Möglichkeiten sind halt so eingeschränkt. Stefan ist ein gutes Beispiel dafür. Ja? Stefan ist ein gutes Beispiel dafür, er hat immer geguckt, dass er irgendwie eine total bekloppte Anmoderation macht. In irgendeiner Form. Ja, nicht zu übertrieben, also, ne, nicht immer, aber halt oft. Und das, daran merkst du halt, dass wir alle irgendwie von so einem Schlag kommen. So, jetzt müssen wir gleich erstmal Ellie leveln, glaube ich. Hm, 24. Ja, wir gehen mal eben kurz in den Trainingsdungeon. Dazu müssen wir, warte, wie funktioniert das nochmal? Casting. Und dann, ja, Itsuki muss ich immer drin haben, ne? Ich will aber nicht, Itsuki ist doof. Ja, Ellie, komm mal kurz her. Ja, es sieht alles so hübsch aus in dem Spiel. Also zum Beispiel hier, wir kriegen teilweise von den, ich kann das ja mal eben zeigen, wir kriegen teilweise von den Charakteren eben so, wie bei Line oder WhatsApp, was auch immer, halt so Nachrichten. Und dann halt hast du halt einfach diese kleinen Emojis, die da dazwischen sind, ja. Also es liest sich halt wirklich, wie wenn die irgendwie so deine Buddies so Nachrichten schreiben würden. Und teilweise bauen sie extra Rechtschreibfehler drin ein und das ist halt... Ist halt mega cool. Ist das hier noch? Genau hier. Ja. Das finde ich mega toll. Das ist so gut. Ja. Also das kriegst du dann halt in diesem Topic-Kram. Und, nee, halt. Das Menü an sich. Ja, zum Beispiel alle Charaktere, die wir kennengelernt haben, die liegen jetzt da auf der Wiese. Oder die, mit denen wir in irgendeiner Form schon Kontakt hatten. Ja, die liegen jetzt da auf der Wiese. Und wir können halt einfach auch, wie wir Bock haben, halt die Kostüme von den Charakteren irgendwie halt wechseln. Das macht keinen Unterschied, aber sie sehen dann halt einfach nur recht cool aus. Das ist die Carnage-Form von Itsuki zum Beispiel. Jetzt müssten wir gleich gucken, was Ellie für Klamotten kriegt, ne? Hier ist die Carnage-Form von Tsubasa. Ja, wir haben ja jetzt irgendwie diese DLC-Kostüme da drin. Wir gehen mal eben in den Kostümladen. Was ich auch recht cool finde vom Stil her, ist dann halt zum Beispiel diese Karte hier. Ja, die finde ich irgendwie recht cool gemacht, wo so nach und nach die Locations halt aufploppen. Und das sind halt alles Orte, die kenne ich halt auch. Weil ich da schon war. Und das macht's halt... Da verbinde ich automatisch noch mehr damit. Ja, Takeshita Street hier.
Dann gehen wir mal ganz kurz ins Anzu. So. Gucken wir mal. Ellie. Wir können nur ihr Bikini-Outfit kaufen. Schade. Irgendwas Neues für die anderen? Oh. Wenn es wirklich das Bikini-Outfit wäre, würde ich mich ja drüber freuen. Aber es ist ja die zensierte Variante. Ah, das wäre... Ach so. Ja gut. Dann später. Nope. Ja, und wenn ich euch einen Tipp geben darf, ja. Hier die Straße runter. Hier gibt's das geilste Crepe, das ich je gegessen habe. In dem Laden da, ja. Da oben ist der Bodyline-Laden. Da war ich auch drin. Oh, schön. Und wenn man hier die Straße runter geht. Also. Eins, zwei. Bei der dritten Straße rechts, wenn man da so 100 Meter die Straße runterläuft, dann gibt es da den geilsten Burger, den ich je gegessen habe. Das ist so ein hawaiianischer Burgerladen. Ach, diesen Geschmack. Den kannst du nicht beschreiben. Den kannst du nicht beschreiben. So gut. Moment, dann heißt das ja auf der Höhe, irgendwo müsste dieser komische Laden sein mit den... Hier ist auf jeden Fall irgendwo so ein Laden, in dem es nur so Anstecknadeln bla gab in 300 Milliarden Designs. Und irgendwo dazwischen ist noch... Das muss hier sein, wo der Laden eigentlich ist. Dieser große Kostümladen. Ah! Jetzt haben wir zum Beispiel ein Topic gekriegt von Ellie. Web. Oh, hätten wir machen können noch. Oh, ich sehe das jetzt einfach mal nicht als Spoiler, aber fände ich gut. So. Aber hier gibt es so unglaublich viel. Es ist halt schade, dass zum Beispiel Akihabara nicht dabei ist. Weil jetzt ist ja auch das Ikonische in Akihabara ist ja jetzt auch weg, ne? Das AKB-Café hat ja jetzt geschlossen. Und jetzt haben sie ja das Gundam-Café haben sie jetzt ja praktisch auf das AKB-Café mit ausgeweitet noch. Aber ja. So. Jo, jetzt haben wir nachgeguckt. Achso, wollte ja... Ich gehe nochmal ganz kurz ins Office zurück. Weil ich wollte ja ganz kurz Ellie noch auf ein Level bringen. Gut. Gott, dann haben wir ja schon... Ich würde, glaube ich, den Dungeon heute nicht mehr anfangen. Aber wir haben sonst kein Side-Content mehr. Ich muss mal gucken. Bin gespannt, wann da das nächste aufgeht. Ich vermisse tatsächlich Tokio. Dummes klingt. Auch wenn man immer nur so kurzzeitig da ist, it suddenly feels like home. Every time. Hey Ellie. Darf Momo erstmal ihre Freude zum Ausdruck bringen? Crit. Bei mir sind es jetzt... Wann waren wir da? 16, also sind es jetzt fast 4 Jahre. Das Fairies-Konzert ist schon 4 Jahre her. Oh Gott, guck mal, und seitdem haben sie kaum was Neues gemacht. Ist ja furchtbar.
Ja, ist ja egal. Aber ich würde ja sowieso gerne mal da raus, wie mal so Kyoto oder so, aber das muss auch finanziell passen, nicht? Oh Gott. So, ach. Aber ja, man kommt mit dem Controller echt viel besser klar. So, das flößen wir mal Ellie ein hier. Ups, jetzt habe ich Itsuki noch. Ja, komm. Dann führt er dich zu Basa auch noch. So, wo seid ihr? Kommt her, ihr Schnödels. Ja, so die Kansai-Region ist halt schon, also, ich würde halt auch echt gern so viel sehen. Ja, also ich habe es neulich noch auf Twitter geschrieben, wenn es nach mir ginge, ich würde halt echt gern, ich würde mir halt echt gern so einen Live-View-Rucksack nehmen und dann IRL-mäßig einfach mal so 10, 14 Tage einfach mal durchs Land irgendwie so durch. Keine Ahnung, wenn es mit dem Fahrrad ist und dann irgendwie da mal die da alles unsicher machen und so, keine Ahnung. Ich mag es echt. Es ist wirklich cool. Das war da als... Dass das Erste ist, woran du denkst, Golden Boy ist, finde ich fast schon gut. Mag ich. Ach man. Das, so hat sich's halt irgendwie aber auch immer angefühlt, ne? So. Weißt du steigst aus dem Zug in Akihabara aus und du willst am liebsten eigentlich auf diesen Vorplatz vom AKB-Café schreien: Tadaima! Because it feels like home every time. Das ist echt schön. Ich bin halt eigentlich auch schon schockiert. Normalerweise hast du echt alles, Momo. Aber das mit dem Pro-Controller überrascht mich dann halt tatsächlich doch. Entschuldigt, dass das jetzt gerade irgendwie so dieses langweilige Grind ist, aber das gehört ja dazu, ne? Wisst ihr ja selber. Komm her! Weil ich fände das spannend, weil einerseits kann ich es für mich selbst entdecken, auf der anderen Seite nehme ich euch dann mit und vielleicht treffe ich darüber halt auch Menschen, mit denen man sich irgendwie verbinden kann. Ich meine, jetzt denken wir mal gerade an unsere zwei Streamer, die wir da mal kennengelernt haben. Einmal Retro Gaijin und einmal, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Ja, das ist halt der offizielle und der scheint echt ganz gut zu sein. Also, dieser Dungeon, in dem ich jetzt bin, der ist Zusatzcontent, der jetzt in Encore dazugekommen ist. Zum Beispiel. Ganz am Anfang dachte ich auch, ich käme mit dem Kampfsystem nicht klar. Also generell hatte ich sehr viel Angst vor diesem Spiel. Also, was heißt Angst? Also wirklich Respekt. Weil, erstmal das Thema Fire Emblem. Ich habe keine Ahnung von Fire Emblem. Shin Megami Tensei. Ich habe auch von Shin Megami Tensei keine Ahnung. Aber ich wusste, es geht um Idols. Und da gab es diese Tsubasa. Das war für mich ein Grund, es überhaupt reinzuschmeißen in die Konsole. Ja, danke an Momo nochmal. Ich schicke dir alsbald deine Version mal wieder zurück. Es sei denn, du bist mal wieder hier, dann nimmst du sie mit. Und ich wurde halt so positiv überrascht. Oh. Also ich kann ja mal versuchen zu erklären,
was da genau passiert. Also prinzipiell ist das Kampfsystem rundenbasiert. Du siehst oben, wie die Reihenfolge der Charaktere ist. Wenn du gewisse Fähigkeiten schon ausprobiert hast, hier zum Beispiel WLAN in Anführungszeichen, dann siehst du jetzt, gegen was das Viech halt weak ist. Und das wird dann halt auch immer mit diesem Aufrufezeichen angezeigt. Und jetzt links sehen wir Session Lineup. Es gibt sogenannte Sessions, die dann halt entsprechend wie Combos gehandhabt werden. Wenn du einen Angriff landest, der zum Beispiel jetzt weak ist und die anderen eventuell irgendwelche Fähigkeiten ausgerüstet haben, die mit deiner Fähigkeit irgendwie kompatibel sind, dann entstehen daraus eben diese Sessions und die kannst du halt ewig lang aneinander chainen. Später kommen dann noch solche Special-Angriffe dazu, die du triggern kannst, indem du irgendwie die Schulterbuttons oder so drückst. Und falls es noch nicht aufgefallen ist, die Arena soll auch ein bisschen aussehen wie eine Stage. Also. Und es gibt zwischendrin verdammt coole animierte Sequenzen. Genau, eigentlich sehr viel. Zum Beispiel Tiki ist gar nicht in unserem Team, aber Tiki ist halt eben dadurch, dass wir eine Substory gemacht haben, jetzt eine Art Session-Extension, wenn man das so will. Oh, das ist praktisch. Wir benutzen zwei Tomes und kriegen nochmal zwei Tomes obendrauf wieder. So, zwei Level noch. Ich weiß gar nicht, ob man sich irgendwo den Kram nochmal angucken kann. Ich glaube beim Regal im Office, oder? Oh, ich habe noch gar keine Items geholt, aber ist ja auch egal. Blitz waren die, genau. Es ist zum Beispiel wieder unterschiedlich. Jetzt kann zum Beispiel an der Session nimmt Ellie jetzt nicht teil. Du hast halt entsprechend den normalen Level und den Stage-Rank. Stage-Rank, der sagt dann so viel aus, dass du gewisse Fähigkeiten lernst. Die zeige ich gleich mal noch, weil wir sowieso dahin müssen. Naja. Oh, das sind die Bösen. Dann... Was macht Tsubasa eigentlich normal für einen Schaden? Oh. Ja gut. Komm. Oh, ich glaube, ich habe was vergessen vom Kampf. So. Weil dann wäre sie wie Tsubasa auch 30, was ja jetzt nicht mal verkehrt ist. Du kannst doch die Charaktere im Kampf wechseln. Das ist nicht das Problem. Das sollte reichen mit der Session. So, jetzt hatten alle Angriffe, die es gab, bis jetzt auf Tikis, einen Zusammenhang zu Blitzschaden. Und dadurch wurden die dann aneinander gehangen. Es war genießbar. Oh, der benevolente Herr hat deniert. So. Dann gibt es folgende Dinge, die es zu beachten gilt im Nachhinein oder im generell während des Spieldurchlaufs. Wir gucken erstmal, was die Menschen da von uns alle wollen. So, Kiria, was gibt's Neues? Jo. Nehmen wir ganz kurz hier. Hallo, selber Schnuggi.
Ja, das ist Schnecke falsch. Und also. Oh ja, das erinnert mich dann damals, wo dieses Wort Heidschnucke durch Bauersuchtfrau so ein Ding wurde. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, Miss Mehl. Also, du sammelst also etwas. Eine Heidschnucke. H-E-I-D und dann Schnucke. Ja, eine Heidschnucke. Du sammelst also solche. Ja, solche Teile, Items namens Performer. Nee, ohne das EN. Ich bin mir unsicher, was dabei rauskommt, was man, ne, was, wenn man das googelt. Also, du sammelst halt solche Items genannt Performer. Ja. Und daraus kannst du gewisse Skills ableiten. Ja. Zum Beispiel, so Carnage Unity bedeutet in dem Fall, dass man, Moment, müssen wir glaube ich mit ihr jetzt machen. Genau, diese Carnage Unity, wenn du gewisse von Monstern Drops gekriegt hast, dann kannst du hier entsprechend dann Waffen craften, wie auch immer. Und von den Waffen an sich lernst du wie in Final Fantasy 9 praktisch die Skills. Bis die Waffe halt komplett mit deinem Charakter verschmolzen ist, wie auch immer. Also ich geh ins Bett, gute Nacht, ihr Schnitzel. Ja, gute Nacht, du Schnitzel. So. So, das und es gibt spezielle Fähigkeiten. Ja, es ist schön, dass es 5 Grad bei uns ist. Und zwar die Radiant Unity. Damit kannst du dann halt praktisch Fähigkeiten lernen. Zum Beispiel jetzt hier, Slow-Ma, ja? Slows enemy pursuit on a field for a fixed number of steps. Ja? Das könnten wir jetzt lernen. Und jeder Charakter aus dem Spiel ist mit irgendeiner Fire Emblem-Figur verknüpft. Achtung, Epilepsie-Gefahr. So. Das gab's da. Ja, und das kann man halt theoretisch bei den anderen auch machen. Da habe ich das schon gemacht. Es gibt Skills, die kriegst du automatisch. Wie zum Beispiel. Zum Beispiel das da. Das war, als im zweiten Kapitel zu Baza irgendwie das mit den Handshakes lernen musste. Und ja, dadurch wurden die in irgendeiner Form dann halt freigeschaltet. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, Epilepsie. Das ist wirklich das Interessante. Ja, du musst übrigens auch gar keine wirkliche Ahnung haben von der Idol-Kultur an sich oder so. Lass dich einfach drauf ein, weil wenn du es spielst, also die Leute, die keine Ahnung davon haben und es spielen, die werden sich auch nicht über dieses eine Kapitel mit der Zensur aufregen. Wir regen uns natürlich drüber auf, weil wir wissen, was da eigentlich gemeint ist. Aber es halt so gesehen für uns keinen Sinn ergibt. Ja? Erwähnt ihr schon, dass Tsubasa Best Girl ist? Tsubasa ist Best Girl, ja? Nur, dass ich das auch nochmal erwähnt habe. Was haben wir denn? 40? Ja, komm, wir gehen nochmal in den Dungeon, dass ich einmal den Dungeon zeigen kann. Ja, macht Sinn. Also, wer Bock auf JRPGs hat, die in so einem
Life-like Setting, Real-Life-like Setting sind. Eigentlich schon. Bei Beskal hat jeder andere Meinung. Nein, jetzt. Hallo, das ist ein deutscher Stream, ja? Ich habe meine Meinung, ja? Und wir empören uns immer, ja? Hier gibt es keine anderen Meinungen. Und hier wird auch nicht gelacht. So. Okay. Das ist Spaß. Ja. Hier herrscht schwarzer Humor. Ich interveniere. Ja, ja. Die sind auch voll okay. Entschuldigung, ich wollte das einmal unterbringen. Ist hier schwarzer Humor erlaubt? Nein, das ist ein deutscher Stream. Wir lachen nicht. Wir empören uns nur. Oh je. So. Dann präsentiere ich dir jetzt wohl einen der Dungeons. Oder euch viel eher. Also hier hast du dann halt die Surrealität wiederum, ja, in den Dungeons. Alles andere ist halt so, wirklich so, ja, kannst du jetzt sagen, so Persona-esque, aber damit reiße ich wieder das falsche Kapitel an, ja. Also Shin Megami Tensei-ish. Ich benutze das im Englischen viel zu oft. Verdammt. Da wurde was in Clips gepostet. Meine Uhr hat es mir mitgeteilt. Na, also ich kann halt weder für Fire Emblem noch für Shin Megami Tensei sprechen. Ich weiß halt nur, Tokyo Mirage Sessions ist ein verdammt gutes Spiel. Und das bringt mich dazu, mich vielleicht auch mal über die Spiele, aus denen dieses Crossover entstanden ist, in irgendeiner Form halt mir auch anzugucken. Ja, hier herrscht immer die Meinung des Streamers, ja. Okay, Tamara hat keine Meinung, vergessen, was ich gesagt habe. Und dann hat sie ihre Meinung eben im nächsten Stream wieder vergessen. So. Hallo, die Herrschaften. Na, wie geht's Ihnen so? Hi. Vielleicht denkt sie auch dran, dass sie bald hier sein muss. So. Tsubasa, was kann ich für dich tun? Aha, da schmeißen wir erstmal WLAN drauf. Ich würde tippen, Momo. Das ist ja wie Karneval. Was ist denn jetzt hier schon wieder wie Karneval? Oh, das kommt mir alles gelegen hier. Alles! Weil Momo hat hier vorher auch Persona gestreamt. Ich würde sagen, das ist sehr nah dran. In Köln existiert jetzt nichts anderes mehr. Ja, da hat mich vorhin auch jemand am Telefon vorgewarnt. So. So, was kann man dem reindrücken? Der ist neu, ne? Weak. Oh. Ja, Resistant ist ja toll. Ja, gut, dann. Ja, komm. Shida.
Was ist eigentlich mit dir, Kollege? Weiß man noch nicht. Weak gegen Feuer, weak gegen Blitz. WLAN könnten wir bei dir mal noch ausprobieren. Leider nein. Kannst ja direkt schon mal Kalenderblätter bis dahin vorbauen und dann direkt eintragen, so wie ich das damals mit Yakuza 6 gemacht habe. Also Momo ist hier in Charge für Persona, das heißt automatisch, ja, muss sie, das behaupte ich jetzt ja auch jetzt einfach, ja, muss sie automatisch, ja, mit Shin Megami Tensei liiert sein. Auf vielerlei Ebenen. Auch püriert. Oh. Jedes Mal. Das wird noch ein paar Mal passieren. Flatter ab. Tiki. Ja, dann hier so. Deshi, ich hoffe, ich halte dich nicht von deinen Mod-Schichten oder sowas ab, ne? Das fände ich nicht so gut. Ich meine, ihr Mods habt eh kein reales Leben. Das kenne ich ja von Killion. Aber der hat ja auch nie was zu tun hier. There's a lantern. Ja, so kann man das auch sehen. Ja, komm her. Komm, komm, komm. Multitasking geht nicht. Ist schwierig. Oh, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass die weak dagegen sind. Ja, das nehme ich mal so hin. So, Ellie, hast du noch irgendwas? Nö. Weak, weak. Dann wird sie wahrscheinlich nicht gegen Bogen weak sein. Ja. Ich freue mich, sobald ich die Skills für die anderen kriege, dass sie auch aus dem Off halt mit in der Session teilnehmen. Ich will nichts sagen, aber zu Basis sieht echt schon hübsch aus in dem Cosplay. Ich sage mir einfach Cosplay. Das passt, glaube ich, schon. Hat jemand meinen Namen gesagt? Ja, ich sagte deinen Namen. Ich habe gesagt, so, ne, ich meinte zu Deshi, dass ich ihn hoffentlich nicht von seinen Modschichten abhalte. Ach, verdammt. Von den Modschichten abhalte. Er hat gesagt, das ist ja wie bei dir auch. Ja, nur hast du hier halt nie was zu tun. Also, war nichts Wichtiges tatsächlich. Oh, oh. Obwohl, doch reicht. War also nichts Schlimmes. Habe dich nur für deine Arbeit gelobt, die du nie tun musst. Dafür macht Killion andere Dinge. Wie das mit den Programmplanseiten und so, bis Chris endlich mal nach 10 Jahren eine Webseite fertig gebaut hat. Und so. Leider nichts Neues. Neulich war er mal bei Tom im Chat und als Momo dann Hallo geschrieben hat oder so, war Winde verweht. I don't know. Also seitdem irgendwie nicht, nee. Aha. New Performer. Da könnten wir jetzt halt wieder was draus machen. Wir müssen eh bald zurück. Und die ganze Musik im Kopf, ey. Oh. Da ist eine Tür. Westen. Da. Da ich ja ein chronischer Kartenaufdecker bin, muss ich mich leider erstmal darum bemühen. Manche aus der Community sind speziell, aber das ist halt so im Internet. Ja, das ist richtig.
Ich habe gesagt, er soll aufpassen, holen ihn die Franzosen. Vielleicht ist genau das passiert. Ich würde sagen, das loggen wir ein, Herr Jauch. Glaube ich auch, ja. Aber hey. Jedem die Zeit, die er braucht, aber es ist halt immer besser. Also nur gerade fürs Leben, vom Onkel aus dem Internet, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden, ja? Wenn ihr Probleme habt oder was auch immer, sprecht darüber. Wenn ihr euch irgendwo, und gerade in unserer Internetgesellschaft ist es verdammt wichtig, wenn ihr euch in irgendeiner Form, ja, aus dem Internet zurückzieht, weil ihr das gerade braucht oder was auch immer, ja? Bitte denkt dran, dass da vielleicht Leute sein könnten, ja, die sich dann Sorgen machen, wenn sie nichts von einem hören. Das ist furchtbar wichtig. Redet mit denen. Und wenn es nur einer ist, damit einer Bescheid weiß, der es den anderen sagen kann, wenn man es nicht allen sagen will. Es ist unglaublich wichtig. Jetzt stellt euch mal vor, wir wären 4 Wochen lang kommentarlos offline. Also keiner streamt hier. Und wir spielen alle tot. Würdet ihr euch nicht Gedanken machen? Ich meine, einige begleiten wir jetzt schon abends fast 4 Jahre. Ja. Also mich wird das megamäßig wurmen. Nee. Alles gut, Max, du brauchst auch mal deine Zeit. Und das war sehr verständlich, warum du diese Zeit brauchst, ja? Da du mit uns gesprochen hast. Von daher... Vielleicht habt ihr alle gleichzeitig einen sehr verdorbenen Eiersalat gefuttert. Ja, schwierig. Mich vermisst auch keiner. Ich trete dir gleich mal ans Schienbein, junge Dame. Ja, du würdest es machen. Das glaube ich auch aufs Wort. Ich nehme das andere Schienbein. Okay, das ist Gewaltenteilung. Aber ja, das ist halt, ne? Ganz wie man es nimmt und sieht, ne? So, da ich schon hinter mir die Tür öffnen höre. Ich habe ihn noch im Bett drinnen lassen können. Hä? Es ist, glaube ich, diese Unerträglichkeit, um die es ging. Ach, egal. Hä, aber stimmt doch. Dominik, würdest du mal eben kurz? Das wäre ganz nett. Ich wüsste gar nicht, was ich euch Puzzle-Lacken im Chat, ja, machen würde. Ganz ehrlich. Mir wird halt auch was fehlen. Ich muss halt auch zugeben, so die letzte Woche an sich und die Zeit, in der ich mich so ein bisschen dann halt zurückgezogen hatte, das war schon schwierig. Weil ich halt immer dran denken musste, so, ich hätte jetzt eigentlich schon Lust, aber... Mach das, gleich im Anschluss gibt's Tamara. Sag doch zumindest Tamara noch Hallo. Und verschwinde dann in deinen wohlverdienten Feierabend-Lurk. Also ich kann es nur empfehlen. Ja, also es kostet nicht die Welt. Und es verspricht ganz viel Spaß. Wobei, ich guck mal gleich, ich versuche mal ins Office zurückzukommen. Hallo Tamara. Nein, kleiner, der Pause. Dödel. Dann hat Tamara wenigstens eine gewertete Chat-Nachricht mehr in ihrem Stream. Lasst mich in Ruhe, ich kann gerade nicht. Hau ab. So. Wir gucken jetzt mal ganz kurz noch was nach. Go outside. Dö, 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 dö.
So, Fortuna Office. Ich wollte ja was nachgucken, bevor ich in den Dungeon gegangen bin. Ihr wollt mir körperliche Schmerzen zufügen? Nein. So, kann ich jetzt hier... Oh, watch Videos. So, pass auf. Das ist jetzt mein Argument, warum du dieses Spiel kaufen musst, Deshi. Ja? Und es ist nicht nur der Soundtrack. Ich habe leider Give Me noch nicht, also von daher. Und die Zwischensequenzen sind alle so. Und es sind großartige Synchronsprecher dabei. Nancho Yoshino zum Beispiel. Momo, kurz ausrasten bitte. Und du spielst es halt auch einfach deshalb schon, nur weil du wissen willst, was noch alles kommt. Und Inori Minase, als sie noch keiner kannte. Ich finde es schön, dass er das auch mit seiner Handyhülle macht. Das fällt mir gerade übrigens auf. So. Aber ich habe ja noch 2 Minuten. Wo ist es? Hä, was ist denn das? Ist das der Auftritt von... Ah ja, das ist der Auftritt von Kiria. Es ist halt schon richtig, richtig cool. Moment. Kann ich das? Ah ja. So, Moment. Moment, Moment, Moment. Wenn wir jetzt schon dabei sind, gerade eben. Moment, wo ist es? Dann müssen wir eben noch ganz kurz zur Basis hinterher werfen. Ja, das hast du dann immer so schön zwischen den Kapiteln oder was auch immer. Und darauf arbeitest du halt wirklich auch storytechnisch hin. Dann aber auch Black Rain für Mel. Ja, okay. Wie jetzt? Wegen mir. Ja? Übrigens auch das Bild aus der Promo. Ja, dann hier. Bitteschön. Dann auch mal, damit man mal was für die Grills haben. Das ist alles, was wir bisher erfahren haben. Jetzt hast du nur einen Abriss davon gesehen. Und wir sind so ein Drittel im Spiel drin. Nein, ich habe die ja gerade geskippt. Die eigentlichen Videos sind natürlich ein bisschen länger. So. So, und ein Schelm, der ich bin... Das mit diesem Hologramm erinnert mich übrigens sehr, sehr stark an eine Perfume-Performance vom Kohaku. Initiative für mehr Overknee-Stiefel für Männer.
Ja, nun. Ihr seid schon ein komisches Völkchen. So. So. Das heißt, ich mach mal eben das hier. Denn ich, Schelm, ja, weiß natürlich ganz genau, wie viel Musik ich eingeplant habe. Deshalb pock, pock. Denn 12 Minuten gibt's gleich Musik. Danach gibt's dieses Spiel, auf dem meine Tomaten stehen. Das da. Mit Tamara. Und ich hoffe doch, wir sehen uns... Nee, Moment. Stopp. Wir sehen uns die Woche wahrscheinlich nicht mehr. Unsicher. Ihr seht's im Plan. Aber jetzt. In einer Viertelstunde geht's weiter mit Atelier Lulua. Ich sag danke fürs Dasein. Bis später, meine Lieben. Wir sehen uns gleich im Chat.